Hestia. Hestia ist die Herdgöttin. Sie ist die Göttin des Opferfeuers, sie ist die Göttin des Familienherdes, auch des Staatsherdes. Hestia ist bei den Römern die Vesta. Hestia gehört zu den 12 olympischen Göttern. Hestia war die älteste Tochter des Kronos und der Rhea und damit war sie auch die Schwester des Zeus. Sie wurde dann verschlungen von ihrem Vater, aber durch die List ihrer Mutter wieder gerettet. Hestia ist eine jungfräuliche Göttin und sie ist wie die Athene und auch die Artemis nicht der Macht der Aphrodite unterworfen. Aphrodite ist die Liebesgöttin, also die Venus. Und als Poseidon und Apollon um sie warben, dort schwor sie, dass sie ewig Jungfrau werden wolle. Und so gab Zeus ihr die Gabe, dass sie immer jungfräulich bewahren konnte und sie bekam den Platz als Hüterin in der Mitte des Hauses. So ist Hestia auch die Göttin der ehelichen Treue. Sie ist auch die Göttin des Hauses selbst und auch die Göttin, die mehr als nur, also die in einer Familie mehr ist als nur Sinnesbefriedigung, sondern Verantwortungsgefühl und Gemeinsamkeit.